sia completa. Sia completa, sia completa. Sia completa, sia completa.
Joel Scheid, eine grässliche Gratulation zu einem deutlichen Auftaktsieg im Playoff-Viertelfinale gegen HC Sierre. Ich glaube, da kann man zufrieden sein nach diesem Auftakt heute Abend. Ja, merci vielmals. Ja, ich denke auch, es war ein guter Start in dieser Serie und ein wichtiger erster Schritt. Ja. Der hat von Anfang an eigentlich, ja, nur einen Weg gekannt und der war direkt aufs Goal. Ja, 66 zu 19 war das Goalschussverhältnis. Ja, schlussendlich kann sie sehr froh sein, jetzt nicht noch mehr gekachelt. Der hat aber einen Moment gebraucht, bis er die keine Chancen ausgenutzt hat. Plötzlich ist er 2-3, 3-2. Plötzlich ist es auch ein bisschen spannend geworden. Er hat auch in die andere Richtung gegangen, plötzlich. Absolut, ja. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viele Chancen gehabt. Der Goalie hat sehr viele Big Saves gehabt, bis mit dem zweiten Drittel. Ich glaube, dort haben wir immer gezeigt, dass wir dort nicht auf einmal den Kopf hängen lassen, sondern einfach weitergespielt. Genau so, wir haben gewusst, irgendwann geht es rein. Und das ist dann auch passiert, zum Glück. Hat dort Rian Zialte gesehen, wo von Anfang an eigentlich ersichtlich war, was der Plan ist? Ich glaube, heute ist alles aufgegangen. Ja, ich glaube fast alles. Wir hätten am liebsten kein Goal bekommen. Aber nein, bis auf das ist wirklich vieles aufgegangen. Zeig mir so schön, ein Match, ein Sieg, mehr und nicht weniger. Jetzt für den Dienstag geht es wieder von vorne los. Was wird wichtig sein, jetzt, dass man nicht allzu euphorisch wird plötzlich? Ja, ich glaube, wir wissen, wie du gesagt hast, ein Sieg. Wir brauchen vier. Wir sind noch nie. Und ich glaube, das ist jetzt so der Approach.